Wir sind da. Dieser Pri auch. Öffne sie die Tür. Sehr interessant. Also an alle Duisburger, die jetzt unter dem Video kommentieren werden, haben wir den richtigen Ausgang genommen? Kann man hier was erleben oder müsste man auf die andere Seite gehen? Also wir sind jetzt nochmal im Bahnhof entlang auf die andere Seite und ja, sieht auf jeden Fall schon mal ein bisschen netter aus, aber jetzt auch nicht sonderlich spektakulär. Wir haben jetzt hier den Mannschaftsbus gefunden und wollen da eindringen. Mal gucken, ob das klappt. Und lass mal fragen, ob wir uns den Bus kurz angucken dürfen. Sieht ja nett aus. Oh, da machen sie was sauber. Na. Es ist mir egal, wie lange wir hier warten. Wir werden warten, bis die Leute kommen. Und es gibt nur eine Mission. Ihr werdet sehen, ob wir sie bestehen oder nicht. Ich bin heiß wie Frittenfett. Hallo. Bakker. Bakker. Dürfen wir dich was fragen? Ich bin extra aus Hannover angereist, nur um dich zu sehen. Wir haben dir ein Geschenk mitgebracht. Ernsthaft? Ja, wirklich. Ja, vielen Dank. Die Schau ins Land Reisen Arena. Ja. Sieht ganz nett aus auf jeden Fall. Der hat auch Bock. Jens. Es ist genau, ein jeder weiß genau, das ist der LSO. Der Kapitän mit der 6, Marvin Lagalot. Liebe Leute. Also Fazit zur ersten Halbzeit. Es gab ja das 2-1, aber dann hat auch der Gegner wieder direkt den Anschlusstreffer gemacht. Also wir sind jetzt gerade bei 2-2. Ist ein packendes Spiel. Stimmungstechnisch auch sehr interessant. Macht Spaß. Beschweren kann man sich da normalerweise eher weniger. Yes. Es steht 3-2 für den Gegner, es ist das dritte Kopfballtor. Das ist gut. Junge. Sieht doch hübsch aus. Genau wie das hier. Geht doch an! Was soll das denn? Wahnsinnig! Hä? Da ist genau das ist der HSV! Mach ihn! Mach ihn! Nein! Komm! Jetzt aber! Mal attackieren! Rüber! Hey, hey, abseits! Nein! 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 3-3, es war ein ganz, ganz klasse Spiel als neutraler Zuschauer. Die Stimmung war cool, man hat nice Leute kennengelernt. Insgesamt sehr zufriedenstellend.